Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich bin Benny von den Brettspiel-Suchtis und es ist wieder Freitag, das heißt Newszeit und News aus der Brettspielwelt für euch. Ja, da möchte ich erstmal anfangen in eigener Sache. Ich habe ja letztes Mal am Ende der News-Folge so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, wir arbeiten aktuell an unserem 3000 Abonnenten-Spezial, und zwar die Einrichtung und Gestaltung meines Spielezimmers. Und ich habe ja gemeint, so kleine Challenge, mal schauen, ob ich erst einmal mein Spielezimmer fertig habe und das zu passende Video, oder ob ihr es schafft, dass wir zuerst die 3000 Abonnenten erreichen. Ich bin mal da sehr gespannt, wer von uns diesen Battle gewinnt, ob ihr oder wir. Strengt euch da mal an. Wir wissen ja, dass sehr viele bei uns wöchentlich bei den News auch reinschauen, die noch nicht Abonnenten unseres Kanals sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt unter dem Video. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von uns und seid immer im Bilde. Bezüglich Top-Listen habe ich letzte Woche mal ein bisschen rumgefragt auf den Social-Media-Plattformen und auch hier auf YouTube im Community-Bereich. Ihr dürft Wünsche für Top-Listen in die Kommentare schreiben. Macht das bitte auch unter dieses Video. Schreibt uns, was für Top-Listen ihr sehen wollt. Und wir arbeiten gerade so ein bisschen an verschiedenen Top-Listen-Formaten. Der Dennis, der Georg und ich, und werden diese auch zusammen versuchen, weitgehend zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Und haben da einiges jetzt auf dem Schirm, auch dank eures Inputs. Und wir werden da natürlich auch einige Umfragen nochmal starten, um zu schauen, welche Top-Liste bekommt die beste Resonanz. Und die werden wir dann natürlich als erstes bringen. In der vergangenen Woche haben wir schon aufgenommen die Top 5 Worker Placement Spiele, jeweils von Georg, Dennis und mir. Diese wird am Sonntag in einer Woche erscheinen. Und damit machen wir quasi, legen wir den Startstein für eine ganze Serie an Top-Listen. Wie regelmäßig wir die dann bringen, ob alle 2, alle 3 oder alle 4 Wochen, das müssen wir schauen. Hängt natürlich auch von interessantem Input eurerseits ab. Zu den Meldungen aus der Branche. Gestern geisterte durch die Social-Media-Plattform Repost Production schließt sich Asmodee an, beziehungsweise Asmodee kauft Repost Production. Repost Production bekannt für Spiele wie Seven Wonders, wie Last Bastion, Secrets, Just One. Und da hat Asmodee natürlich wieder einen Clou gelandet, indem man einen so erfolgreichen kleinen Verlag sich einverleibt. Es gab ja auch schon in den letzten Jahren Zusammenarbeiten zwischen Repost Production und Asmodee. Und jetzt aber Repos voll eingegliedert in die Asmodee-Familie. Ja, zum Thema Veranstaltung. Die Spielwarenmesse steht bevor und da werden Dennis und Georg von uns vor Ort sein, weil ihr wisst ja, ich widme mich dem Projekt Spielzimmer. Und natürlich werden auch da wieder Berichte von der Nürnberger Spielwarenmesse folgen. Zum Thema Veranstaltungen gibt es das 17. Nürnberger Spielefestchen, und zwar im März, am 27. und 28. März von 14 bis 22 beziehungsweise 15 bis 22 Uhr. Das ist quasi ein Spielfestchen mit Turnieren und Spielen, was das Zeug hält, in Nürnberg. Ich habe euch mal den Link in die Infobox gepackt, ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Kommen wir zum nächsten Bereich, bald wieder lieferbar, vorbestellbar oder jetzt erhältlich. Und da sind Dark Souls ist wieder lieferbar, Newton wird in Kürze wieder erhältlich sein, die Erweiterung und das Basisspiel zu Root sind wieder verfügbar und zu Dawn of the Sets kommt Nachschub im März. Die Übersicht zum Thema brandneu habe ich euch auch in die Videoinfo gepackt. Und des Weiteren habe ich noch Dune, die Erweiterung Xans und Tleilaxu. Ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig ausgesprochen. Diese ist nun vorbestellbar, bringt 2 neue Völker, neue Spielmechaniken für den Klassiker. Kommen wir zur Spieleschmiede, zu Kickstarter. Da habe ich Muse, das Erwachen, das könnte eventuell in die Spieleschmiede kommen. Da laufen wohl gerade noch die Verhandlungen. Des Weiteren habe ich einmal für euch die aktuelle Crowdfunding-Übersicht
in schriftlicher Form und den aktuellen Link zu Dennis Kickstarter News. Die sind heute Morgen um 6 Uhr bereits online gegangen. Das heißt, die haben schon 3 Stunden Vorsprung. Und schaut auch da mal rein, wieder interessante Titel dabei. Auch Spiele, die ich letzte Woche in den News schon angekündigt habe. Kommen wir nun zum Bereich Ankündigungen, Neuheiten für 2020. Da hat Frosted Games schon mal einen ordentlichen Kracher gelandet. Es kommt die Erweiterung zu Hex Roller bei Frosted Games, deswegen auch die verschiedenen Würfelfarben, die jetzt an Relevanz gewinnen. Das war irgendwie schon für mich von vornherein absehbar, auch wenn Matthias das Ganze bestritten hat. Des Weiteren kommt Pharaon in einer deutschen Auflage bei Frosted Games. Bislang ein französisches Spiel, was man auch vor dem Spiel in Essen immer mal wieder gehört hat. Sidereal Confluence, siderische Konfluenz dann auf Deutsch, wird bei Frosted Games erscheinen. Ein Verhandlerspiel für 5 bis 8 Spieler. Des Weiteren kommt die Erweiterung zu Endeavor. Und Erweiterungen zum Unterhändler. Das ist ja schon mal einiges. Und als ob das noch nicht alles wäre, hat Frosted Games in der letzten Woche auch schon bekannt gegeben, dass das Deckbauspiel Aeon's End, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut, nun eine deutsche Lokalisierung erhält. Ursprünglich bei Indie Board and Cards und kommt nun bei Pegasus bzw. bei Frosted Games im Vertrieb bei Pegasus in einer deutschen Version für 2020. Sugar Blast erscheint bei Simon und das schon im Februar. Das ist quasi ein Spiel, was auf, ja, wie soll ich sagen, diversen Trends aus dem Mobile Gaming Bereich beruht. Das ist im Prinzip Candy Crush auf dem Brett. Da hatten Georg und ich ja schon mal Scooby Sea Saga gespielt von Rudy Games und jetzt kommt Sugar Blast bei Simon. Die Wikinger-Saga erscheint bei Schmidt-Spiele und zwar ist das ein Spiel für das Frühjahr geplant von den Autoren Knut Happel und Christian Fiore. Und Christian Fiore ist bislang eher als Grafiker vieler verschiedener Titel bekannt gewesen und nun auch als Autor tätig. Und das Ganze ist ein Deckbauspiel für 2 bis 4 Spieler mit einer Spielzeit von 60 Minuten ab 12 Jahren empfohlen. Das Roleplayer-Universum wächst weiter mit Roleplayer Adventures und da wird im Juni 2020 der nächste Kickstarter online gehen. Und bislang wurde das Ganze ja bei Pegasus auf Deutsch rausgebracht, also Roleplayer und die Erweiterung und zugehörige Spiele. Und nun Neues aus dem Roleplayer-Universum in Form von Adventures. Zu Talisman werden 2020 einige Erweiterungen kommen und insgesamt 4 Stück, die bei Pegasus dieses Jahr dann kommen werden zur 4. Edition. Bei Schmidt Spiele angekündigt für 2020 Perfect Match, ein Spiel von Wolfgang Warsch, Justin Vickers und Alex Hagel. Und zusammen haben sie Perfect Match quasi sich ausgedacht. Das Ganze ist ein kooperatives Kommunikationsspiel, mehr so in Richtung Familienpartyspiel für 2 bis 12 Spieler und 45 Minuten Spielzeit. Und es gilt quasi darum, ohne zu sehen, um was es geht, in diesem Farbrad weiterzukommen. Das sieht irgendwie witzig aus. Und Farbspiele, da haben wir ja letztes Jahr Match Me, What Color Is It auf unserer Spielewoche gespielt, was sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Und da könnte durchaus auch für meine Spielegruppe Perfect Match geeignet sein. Werde ich auf jeden Fall mal einen genaueren Blick dann drauf werfen. Mystery House erscheint bei Schmidt Spiele. Das ist ein 3D Escape Adventure und hierzu wird eine App benötigt. Das Spiel ist vom Autoren Antonia Tinto und lässt sich für 1 bis 5 Spieler spielen. Das Ganze ist quasi ein dreidimensionaler Aufbau, bei dem wir seitlich reinschauen. Es sind quasi Szenarien, die auch darauf ausgelegt sind, wie ein Exit- oder ein Escape-Spiel, dass man es nur einmal spielen kann. Sieht nach einem interessanten Kniff aus und wir lieben ja die Art Rätsel- und Escape-Spiele und werden uns das deswegen definitiv anschauen wollen. Auch natürlich interessant zu sehen, wie man da dann die App integriert hat
um dem Spiel einen gewissen Mehrwert zu geben. Dodelido, das kennt vielleicht der ein oder andere, und jetzt kommt 2020 auch noch Dodelido Extreme. Zwei Dodos sind ein Didelidi, und das ist ein verrücktes Kartenspiel, was sich in 10 bis 20 Minuten spielen lässt, für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren von 3 Magier, und der UVP wird voraussichtlich bei ca. 11,50 Euro liegen. Und dann noch ein letztes Spiel aus der Reihe Klein und Fein von Schmidt Spiele ist von Ulrich Blum und Jens Merkel. Man muss auch gönnen können und ist ein Würfelspielchen, das für 1 bis 4 Spieler geeignet ist, 30 Minuten Spielzeit circa bringt und bei 12 Euro UVP liegen wird, also die typische kleine Schmidt Spielschachtel. Worum geht's in dem Spiel? Es geht in diesem Würfelkombinationsspiel quasi darum, dass ein Spieler würfelt, die Würfel nutzt und die anderen wieder die Würfel teilweise mit nutzen können, und dann muss man durch strategisches Erfüllen und Zusammenlegen von Aufgaben Bonus- und Wertungskarten auslösen oder sammeln, um Punkte dann zu erhaschen, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann dieses kleine Spielchen. Ein Roll and Place oder Collect, muss ich mal anschauen, kleine Würfelspiele, definitiv immer ein heißer Kandidat. Und dann noch eine Meldung zum Abschluss. Letzte Woche hatte ich Rococo Deluxe bei Eagle Griffin Games angekündigt, illustriert von Ian O'Toole, und das Ganze, das sind jetzt die einige Bilder aufgetaucht seit der letzten Woche, da blende ich euch mal ein, zwei ein und habe euch auch den Link in die Videoinfo gepackt. Letzte Woche ja bloß das Cover bekannt gewesen, und ich habe bei Scully Games angefragt, ob das Ganze parallel auch auf Deutsch erscheinen wird, und habe nun die Antwort bekommen diese Woche: ja, wir werden Rococo Deluxe ebenfalls rausbringen auf Deutsch, allerdings planen wir aktuell zum Jahresende 2020 ein, also noch nicht so bald. Und sie wissen noch nicht, ob das terminlich so genau klappt. Wollte euch aber diese Info nicht vorenthalten, dass es definitiv auch bei Deutsch dann bei Scully Games erscheinen wird. Und für alle, die da mit dem Gedanken spielen. Ja, und das war's jetzt auch mit den News für die Kalenderwoche 3. Schreibt mal fleißig in die Kommentare, was wollt ihr zum Thema Spielezimmeraufbau sehen und was wollt ihr, wie soll ich da vorgehen, regalsortiertechnisch, wie detailliert soll da ein Video sein, dass ich ein bisschen vorbereitet bin. Und ja, inwiefern, was wollt ihr an Top-Listen sehen? Lasst es uns wissen. Auch was euch für Nürnberg interessiert, dass wir uns da ein bisschen vorbereiten können, dass Dennis und Georg auch entsprechend genau da hingehen, um vielleicht auch Infos zu dem ein oder anderen Spiel mehr zu erhaschen. Und schaut auch mal in die Kickstarter-News von Dennis rein, was er da alles Schönes reingepackt hat. Und ich kann euch nur so viel sagen, es war ein teurer Monat. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, wir machen Schluss für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Freuen uns über Daumen nach oben und lasst auch gerne ein Abo da und jede Menge fleißige Kommentare. Und viel Spaß beim Spielen. Euch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis bald.